Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fenster.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Dann gucken wir doch jetzt mal auf Sebastian Vettel, dessen Abschied ja auch an diesem Wochenende nämlich ansteht. Mal so die erste Einstiegsfrage. Was wird der Formel 1 fehlen, wenn Sebastian nicht mehr dabei ist? Naja, ein Charakter einfach. Ein sehr geradliniger, der sagt, was er denkt und auch viele Themen angepackt hat und versucht hat zu ändern. Und großartigen Rennfahrer natürlich. Also der hat schon sehr, sehr gute Rennen in der Vergangenheit gezeigt. Hat die Leute am Fernseher immer wieder zum Lachen gebracht und eben auch tolle Rennen gezeigt. Somit, das ist im Grunde ein Verlust für die Formel 1, ja. Und natürlich auch für uns als deutsche Fans, in Deutschland als einer der großen Namen, der jetzt abtritt, ja. Glaubst du, dass Sebastian Frieden gefunden hat mit den letzten Jahren? Er hat es nämlich ja im Sport1-Interview das zwar so formuliert, aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass Ferrari ihn zum Teil schon auch so ein bisschen gebrochen hat. Ja, also ich natürlich, wenn du so nah dran bist oder so eine gute Chance hast, wie damals mit Ferrari Weltmeister zu werden. Ich meine, mit Ferrari Weltmeister zu werden, ist halt einfach nochmal so für jeden Fahrer nochmal so der I-Punkt obendrauf. Deswegen, ob das der Punkt war. Ich meine, von da an ging es mehr bergab am Ende. Ja, am besten, aber klar, wenn du mit Ferrari Weltmeister wirst, dann machst du dich ja unsterblich. Wir können mal gucken, was er im Sport1-Interview zu seiner Zeit bei Ferrari nämlich gesagt hat, war Folgendes. Da war ich sehr verunsichert und hatte viele Selbstzweifel. Deshalb habe ich die 2 Jahre bei Aston Martin schon einfach auch für mich gebraucht, damit ich alles besser einordnen konnte. Er hat ja auch selber zugegeben, dass er schon damals, 2019, an Rücktritt gedacht hat und das in Erwägung gezogen hat. Jetzt kam der Wechsel dann zu Aston Martin für die 2 Jahre und natürlich ganz andere Ziele waren, glaube ich, sowohl für das Team, aber vor allem, glaube ich, auch für Sebastian selber, die man sich vorgestellt hat. Glaubst du, dass er diesen Wechsel bereut hat? Nein, ich glaube, dass er ihn bereut hat, weil er einfach für sich, vielleicht hat es das nochmal gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen. Dass er gemerkt hat, dass es eben nochmal ein langer Weg ist, um mit dem Team eben dementsprechend ganz nach vorne zu kommen. Aber ich glaube, das hat er sich wohl überlegt, wo er die Entscheidung getroffen hat, dahin zu gehen. Und er hat sich jetzt wohl und lange genug überlegt, was den Rücktritt angeht, somit. Also ich glaube, die Schritte oder die Entscheidung, die er trifft, die haben schon alle ihre Gründe und sind wohl überlegt und glaube nicht, dass er irgendwo zurückschaut und denkt, ach, hätte ich mal das nicht gemacht, hätte ich mal das nicht gemacht, weil ändern kann er es eh nicht mehr, aber ich finde immer die Entscheidung, die er trifft und die Botschaften, die er sendet, die sind überlegt und klar und geradeaus, deswegen glaube ich, das ist kein Thema für ihn. Wann war dir klar, dass die Reise Sebastian Vettels zu Ende gehen wird? Habt ihr davor mal miteinander gesprochen? Wenn ihr euch gesehen habt, wusstest du schon ein bisschen eher Bescheid oder hast ein Gefühl gehabt? Oder bist du dann auch erstmal so ein bisschen, ich nenne es mal, überrascht worden, als es dann öffentlich wurde? Ja, das war schon eher eine Überraschung auch. Aber klar, am Ende kann man sich natürlich denken, sobald die Spatzen das vom Dach pfeifen, dann weißt du, dass irgendwo was dran ist an den Gerüchten. Und ich habe immer wieder gedacht, naja, nee, der fährt schon nochmal 1-2 Jahre weiter. Aber am Ende wollte man das vielleicht auch nur sehen. Und wenn man genau hingeschaut hat, dann hat man eigentlich schon gemerkt oder gewusst, dass es wahrscheinlich in die Richtung, zu großer Wahrscheinlichkeit in die Richtung geht. Aber ja. Das sind die Entscheidungen im Leben, die man treffen muss. Und er hat sie für sich getroffen, zu sagen, ich kehre dem Sport erstmal den Rücken und möchte Zeit mit mir selbst, mit meiner Familie verbringen.
andere Themen umsetzen und die Entscheidung hat er getroffen und ja, Punkt. Also mehr brauchen wir da, glaube ich, nicht zu sagen. Aber was sind so seine Beweggründe in der Hinsicht? War es einfach so ein bisschen auch die Frustration, dass du halt eben ja, mit Ach und Krach vielleicht mal in die Punkte fährst, wenn es gut läuft und halt von den Siegen oder einem Podium weit entfernt bist, geschweige wenn es um Weltmeisterschaften geht, man ja gar überhaupt nicht dran denken konnte? Oder war es eher so auch seine politische Einstellung? Weil er ja, du hast es ja gerade ein bisschen so auch formuliert eben, ne, was Botschaften betrifft. Er hat ja an jedem Rennwochenende immer verschiedene Botschaften auf seinem Helm gehabt, indem er ja was ausdrücken und auch was bewegen wollte, dass das einfach nicht mehr ganz gepasst hat. Ja, natürlich. Also gewisse Dinge haben mit dem auf der Strecke natürlich nicht mehr ganz so übereingepasst. Wenn ich halt durch die Welt fliege, Formel-1-Auto fahre, dann waren wahrscheinlich gewisse Botschaften so ein bisschen grenzwertig, in Anführungszeichen, für den einen oder anderen. Aber vielleicht war das ein Thema, zu sagen, ich ziehe mich zurück und möchte versuchen, die Welt zu verändern, zu einem Positiven. Und das ist eben nicht vereinbar mit Formel-1-Fahren am Ende. Es gibt ja seither die Gerüchte, und auch Sebastian ist ja schon darauf angesprochen worden, ob denn ein Comeback ausgeschlossen sei. Er hat es ja selber nicht ganz ausgeschlossen. Jetzt liest man ja auch oft, oder manche Vettel-Fans wünschen sich, wenn Audi in die Formel 1 kommt, dass das nochmal eine Chance sein könnte, weil ja auch Audi selber gesagt hat, man möchte ja auch gerne einen deutschen Fahrer haben im Team. Glaubst du, wenn Audi ein gutes Angebot macht, dass da Sebastian sich das nochmal überlegt und dann nochmal den Comeback-Versuch startet, wie viele andere vor ihm auch? Also sag niemals nie, aber ich glaube nicht, dass das auf der Liste bei Sebastian steht. Also ich glaube, da stehen andere Prioritäten oben. Wie gesagt, erstmal Zeit mit der Familie zu verbringen und keine Termine zu haben. Also er ist ja auch jahrelang durch die Welt gereist und hat einen Termin am anderen gehabt. Somit glaube ich, ist er erstmal froh, wenn der ganze Trubel mal vorbei ist. Aber wie gesagt, sei niemals nie, aber ich sehe es jetzt nicht, dass das eine Variante sein könnte, dass er fährt, vielleicht in der Teamführung in irgendeiner Art und Weise. Aber als Fahrer glaube ich, in der späten, also 2026 sind ja noch ein paar Jahre hin, Da wird er wahrscheinlich nicht mehr eingreifen, da ich glaube nicht, dass er da nochmal Lust drauf hat. Ja, so ein Fernando Alonso, der ist sicher auch noch jung gefühlt und auch ein Lewis Hamilton, der ja noch sagt, ich habe noch 5 Jahre in mir, scheint ja am Alter dann nicht der springende Punkt zu sein, oder? Nee, am Alter liegt es halt unbedingt. Klar, die körperliche Voraussetzung muss alles passen, aber ich habe einfach so ein Bauchgefühl, dass das beim Sebastian nicht der Fall wäre. Kann er das denn dann einfach so jetzt dann nach Sonntag, wenn du dann auf einmal dann du mehrere oder nahezu das ganze Jahr unterwegs bist, du bist da quasi jede Woche woanders und auf einmal ändert sich dein Leben schlagartig. Du kennst Sebastian, kommt er damit klar? Kann er dann einfach quasi den Familienpapa spielen und dann sich um, ich nenne es mal, ganz alltägliche Dinge kümmern anstatt Racing? Ja, ich glaube, dass er es kann, aber ich bin mir sicher, dass wir noch das ein oder andere von Sebastian sehen werden. Wo auch immer das sein wird, keine Ahnung, aber vielleicht ist es jetzt mal ein halbes, dreiviertel Jahr so, wo er einfach mal sagt, ich mache mal gar nichts. Aber dann bin ich mir sicher, dass wir ihn immer wieder irgendwo sehen werden. Was auch immer das sein wird, da bin ich selbst drauf gespannt. Er hat ja auch den Vergleich gebracht mit Stefan Raab. Er hat ihn ja so bewundert dafür, dass ein Stefan Raab damals quasi so von heute auf morgen aus der Öffentlichkeit verschwinden konnte. Glaubst du, dass er auch so ein bisschen diese Sehnsucht hat, so nach dem Motto, ich ziehe mich dann aus der Öffentlichkeit zurück und mach's so wie einst Raab? Ja, klar. Also ich glaube, das ist natürlich ein Thema, das auch anstrengend über die Jahre ist, wenn man immer wieder so im Vordergrund steht oder immer wieder oder gar nicht wirklich privat weggehen kann, weil man überall beobachtet wird, das ist natürlich anstrengend. Das wird sich natürlich jetzt auch nicht von heute auf morgen ändern, das wird weiterhin so sein. Aber das zieht natürlich auch Energie am Ende.
Kämpfen ist für alle Fahrer irgendwo anstrengend. Umso bekannter du bist, umso schwieriger ist es natürlich. Wäre das eigentlich für dich nochmal vorstellbar, nochmal irgendwie aktiv in der Formel 1 zu fahren? Also ich würde gerne mal ein aktuelles Auto fahren, aber nochmal eine Saison müsste ich mal überlegen, ob ich das körperlich dann, müsste ich nochmal ein bisschen auftrainieren. Und wenn du die freie Wahl hättest, aber wenn du die freie Wahl hättest, würde dich dann Audi reizen oder wo würdest du dich hinziehen? Gut, am besten ins schnellste Auto. Natürlich als Rennfahrer, aber ja, das könnte eine Variante sein. Audi, klar, könnte eine Variante sein, aber wenn du die Chance hast, im besten Team zu fahren, dann würde ich natürlich das bevorzugen. Bevor wir gleich mal eine kurze Pause machen, eine Sache mal noch gerade, wenn wir jetzt überlegen, Sebastian, der jetzt dann nach Sonntag, ein weiterer Deutscher, der die Formel 1 verlässt, dann ist es im Endeffekt, zumindest was die Stammfahrer betrifft, dann wohl nur noch Nico Hülkenberg. Wie schätzt du die Zukunft der Formel 1 in Deutschland ein? Wenn man mal überlegt, die Formel 1 jetzt ja in den nächsten Jahren ja eigentlich überwiegend oder eigentlich ausschließlich im Pay-TV. Wir haben kein Deutschland-Grand Prix. Und wirklich Nachwuchs, was deutsche Fahrer betrifft, haben wir jetzt auch nicht gerade zu bieten. Wie ist so deine Meinung oder wie siehst du eben die Formel 1 in Deutschland? Also der generelle Motorsport in Deutschland, den sehe ich momentan auf einem sehr schwierigen, einer sehr schwierigen Situation. Hab heute gehört, die Formel 4 gibt es jetzt nicht mal mehr in Deutschland, also keine Plattform für den Nachwuchs so wirklich. DTM und ADAC GT Masters, weiß man auch nicht, wie das ganze Thema aufgestellt wird und weitergeht. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen generell, was den deutschen Motorsport angeht. Wo kommen die Nachwuchsfahrer her? Kommen wenige momentan durch, weil alles sehr, sehr teuer ist. Keiner mehr wirklich in den Motorsport investieren möchte in Deutschland aufgrund der momentanen Situation. Das ist von unten bis nach ganz oben ersichtbar und spürt man sehr, sehr stark. Genauso wie es natürlich dann eben auch im Deutschland Grand Prix steht. Also ist halt einfach so, dass der Hockenheimring oder der Nürburgring einfach keine finanzielle Unterstützung haben vom Land, weil man sich das nicht leisten kann, nicht leisten möchte momentan. Und deswegen ist es unmöglich für die Rennstrecken, die dementsprechend die Formel 1 ein Formel 1 Wochenende auszutragen, weil man am Ende mit vielen, vielen Millionen Miese aus der Nummer rausgeht. Und das ist für keine Rennstrecke tragbar momentan, wenn man kein Paket hat, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Glaubst du, das wird sich ändern, wenn Audi kommt? Wenn Audi kommt? Mhm. Ja gut, sagen wir mal, der Hebel ist ein größerer natürlich mit Mercedes und Audi, die mit Sicherheit auch interessiert werden an einem Deutschland Grand Prix, dass man dann gewisse Dinge in Bewegung setzen kann, vielleicht Partner gewinnen kann, die das ganze Thema unterstützen. Aber das dauert halt auch noch drei, vier Jahre. Ja, sieht also nicht so wirklich rosig aus. Ne? Ich lese es auch gerade hier per WhatsApp, kam eine Nachricht rein. Talent ist leider nur zweitrangig. Ralf hat es doch mal aufgezählt, wie teuer alleine die Nachwuchsserien sind. Über was sprechen wir da eigentlich? Kannst du das mal so eben beziffern, so über den Daumen gepeilt? Der Ralf hat es mal ganz gut zwischen 6 und 8 Millionen und mehr, bis du mal überhaupt Richtung Formel 1 kommst. Und das ist im besten Fall gerechnet, also dass du jetzt hier sozusagen den Durchmarsch machst, dich jetzt überall ein bis maximal zwei Jahre aufhältst in der Serie. Ich glaube, das kann doch keiner bezahlen, oder? Das kann doch niemand finanzieren, oder, im Endeffekt? Nee, am Ende geht es nur über große Sponsoren, über Fahrer, oder wie Red Bull zum Beispiel, Juniorprogramm, wie es Alpine jetzt macht zum Beispiel, also dass man Fahrer fördert. Aber ansonsten schwierig. Ja, da fällt mir nur ein, was Helmut Marko jüngst ja gesagt hat. Da hat er ja die eigene Nachwuchsserie oder das eigene Nachwuchsprogramm viel mehr kritisiert, dass die Qualität zu schlecht ist. Das ist ja auch schon irgendwie so eine Aussage, oder? Wenn deine eigene Nachwuchsklasse irgendwie nicht die Qualität mitbringt, die du eigentlich so dir erhoffst. Ja, klar. Also viele Talente schaffen es bis dahin gar nicht in dieser Auswahl. Deswegen, die fallen alle
schon vorher links und rechts runter. Also dann kommt am Ende vielleicht dann halt nicht die größten Talente ganz oben an. Das ist die Problematik. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.